Hey, mittlerweile die fünfte, nee, ich glaube vierte Folge, wo wir das hier fahren. Arkwright. Aber erst einmal allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed Payback. Weniger auf die Zeit gucken, einfach fahren. Bomb, ne? Boah, ja, hat uns gedreht, aber es ging schnell wieder zurück. Richtiger Drecksack, das hat er von uns. Der hat YouTube-Videos geschaut, der Arsch. Mindestens zwei Zivilisten, die blöd stellen. Ja, wobei, geht noch. Oh, so schnell sind wir schon lange nicht mehr durchgekommen. Oh, 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 nein. Nitro sammeln für nach der Straßensperre, wenn das Nagelband dann bald kommt. Was sieht denn für den Verkehr? Rino! Was für ein Anblick! Ja, was für ein Anblick, wenn wir da getroffen werden. Toll. Hier standen wir auch schon einmal, aber schon lange nicht mehr. Oh, Nitro. Zum ersten Mal die Tankstelle hier mitgenommen. Gibt das Zeitgutschrift? Nee. Die halbe Patrol hat vor ihnen Nagelwände auf. Jetzt fahren wir da unten lang, oder auch nicht. Mann, die zerfahren sich gar nicht bei uns. Autsch. Hinter uns immer noch das Absterben einer Sirene und jetzt... Autsch. Rino, im Drift. Na toll. Negativ, andersherum. So besagte Kurve und nur 13 Sekunden über. Und wir kommen auch noch zurück nach außen und treffen unter den Werbemüll. Kann ich nicht noch irgendwie geradeaus vorbei? Das wäre eine tolle Abkürzung. Aha! Aber dann treffen wir oben die Checkpoints nicht, das ist glaube ich nicht erlaubt. Und dann heißt es doch, du hast einen Checkpoint nicht erwischt, fahr zurück, aber ich probiere das mal. Vielleicht ist das so Geheimabkürzung, weil das kostet verdammt viel Zeit da oben lang fahren. Wobei da oben gibt es auch zwei Zeitgutschriften, ne? Was zum Teufel soll das? Ich glaube, wenn ich in der Rechtskurve einmal relativ weit weg von der Bestmarke bin, dann gebe ich da mal einen Feuchten drauf und fahre da jetzt, wo wir gerade eben durch die Straßensperre durchgekommen sind. Sprich, wenn wir unter 20 Sekunden sind, dann versuche ich auf jeden Fall da lang zu fahren, wo wir gerade eben lang fahren wollten. Na, jetzt nicht erschieben, wenn ich mich wegen der Zivilisten positionieren muss. Mann. Apropos Schrott. Ah! Schrott. Das war ein Schrottrempler. Nicht auf uns zufahren, bist du doof? Mal kurz auf die Zeit geguckt, 39, das ist sehr, sehr wenig. Oh. Warum könnt ihr nicht einfach mal eher erscheinen? Ich meine, dass die Anzeige eher kommt, das muss ja nicht sein. Mit Rino nähert sich, aber der ploppt teilweise direkt vor uns auf. Das ist doof. Neue Rino-Einheit. Hoffentlich kommen wir nach hinten. So, Straßensperre. Das kannst du gerne noch ausprobieren. Oh, beinahe ins Nagelband. Das wäre Premiere gewesen. Eine Corvette hinter uns, das nie gehört. So, gleich nach rechts hoch. Steiner, Band. Aua. Oh, der steckt sogar in der Straße. Krasser Typ. 26 Sekunden über, also ich berausche nicht. Ich probiere es mal außen. Wenn es passt, dann freuen wir uns massiv. Wenn nicht, dann ja, müssen wir halt beim nächsten Mal wieder den Außen wegfahren. Das geht bestimmt nicht. Jetzt verpassen wir nämlich den Checkpoint, oder? Ja.
Jetzt haben wir bloß 13 Sekunden. Die Navigationslinie zeigt an, fahren nochmal zurück. Ich will gucken, ob hinten der Checkpoint kommt. Ich glaube nicht, dass der da kommt. Aber wir haben sich mal um die Ecke geschafft. Ich habe nicht gesehen, ob da ein Checkpoint war. Ah, okay, das kann man knicken, aber das wäre cool gewesen, wenn es da so eine Abkürzung gäbe. Mist. Die fährt nun schon seit Ewigkeiten diese Mission und entdeckt noch was, aber leider kann man das nicht nutzen. Oh, Doofnase. Nee, die sollen uns in Ruhe lassen. Jess. Total falsche Ansage, die fühlen sich auch noch motiviert dabei. Auch noch ein LKW dazwischen. Zwei! Au. Toll. Machen wir gleich so. Zum allerersten Mal, dass ich hier neu gestartet habe. Zwei LKWs wird ja immer abenteuerlicher. Beim nächsten Mal sind da fünf Reno-Einheiten drin. Der mir die Zone da abräumt. Oh, so viele, vier Stück. Oh. Entschuldigung, war so nicht geplant. Oh. Zum Glück haben wir kein großes Vorgeplänker wie mit hier. Sonne muss noch runtergehen. Wir gucken noch in die Landschaft, drehen uns nach Drehumdrehung. Drehumdrehung um unser Auto. Hey, du hast die Zäune vergessen. Vielleicht wird das jetzt was mit uns. Gefühlt war der Start sehr gut, aber hier kannst du nicht so viel Zeit gewinnen. Aber schaden kann das hier nicht. Komm, oh, ich hänge an der Ecke. Mist. Das ist doch schön. Wagen schauen. Zentrale Barrikaden wirkungslos. Sie konnten den Wagen nicht stoppen. Oh! Auf Mann. Können wir zurückgesetzt werden? Nö. Boah, hier steht schon der nächste. Alles klar, verstanden. Deinem 1-6, ist die Zielperson in Gewahrsam? Hör auf. Wieso darf der die Nagelbänder durchfahren? Hat noch Spawnschutz. Oftmals hat der Spieler übernatürliche Kraft. Unser Wagen kann zum Beispiel nicht kaputt gehen. Mich nervt es aber auch, wenn sowas Einfaches wie Nagelbänder von der Konkurrenz überfahren werden kann. 27 Sekunden, das klingt nicht verkehrt. Jetzt nicht da versuchen abzukürzen. Springen kostet, bringt hier kein Nitro. Kostet nur Zeit. 22 Sekunden nicht übermäßig viel, aber hey, besser als nix. Dieses später aufploppen, das nervt am meisten. Guten Tag. Oh, coole Formation. Was? Ich habe jetzt nicht auf den Tacho geguckt, da wir hatten ordentlich Geschwindigkeit drauf. Beileibe nicht 101 Sache, wie... Ihr wisst schon noch, wann? Kann nicht sein, ey. Richtig gesehen oder geraten.
Ich bleib jetzt mal hier. Muss ich über die Straße sperr anders fahren? Oder ich fahre hier rüber, kürzerer Weg, weniger Dreck. Ich muss noch irgendwo optimieren. Oh, keine Autos dazwischen, also keine Nennenswerten. Super. Hey, Mist. So eine Notfall-Nitroflasche wäre ganz gut, die du bloß einmal zünden kannst, eben für den Notfall. Einmal gezündet, nie ist weg. Das wäre cool. Wollte schon sagen, wer kam hier sehr gemütlich durch. Uiuiui, jetzt geht's langsam los. Ich dachte, die Taxe da wäre Nirino gewesen, aber... Nö. So, gleich nach rechts oben. Das rote Licht sagt, hier kannst du gleich abbiegen. Nirino nähert sich. Wo denn? Von hinten? Das wäre hinterhältig. 35 Sekunden, weil jemand noch zerstört. Super, na, 34, 33. Ah, was schießt du denn, die blöd? Nein! Aber jemand zerstört. Oh, ranhalten. Das ist noch nicht gegessen. Oh, jetzt haben wir mal wieder jemanden vor uns an dieser Stelle. Lang ist her. Komm, zerstör dich. Zwei. Nein, das hasse ich halt an der Stelle. Mehr. Bin am Checkpoint nicht vorbei, aber doch. 27 Sekunden ist nicht euer Ernst, oder? Das Ganze an Cheaterei. Niemals so viel Zeit gut. Wegen Zerstörung oder was? Oh, 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 oh. Boah, ich dachte schon wieder Rino, aber was? Ganz normal, Chip. Nein, neues Rino. Nein. Zeit gut, Schrift, aber zu wenig. Nee, Rino. Ah. 12 Sekunden, das wird nichts. Jetzt müssen sich noch ein paar zerstören. Kein Nitro mehr. 200 Sachen nur drauf. Kackdreck. Oh, das klingt böse. Je weniger wir Kontakt mit der Bullerei haben, so schneller kommen wir durch. Aber dadurch zerstören wir auch keine. Gerade hängen wir oben massiv fest und hatten dann beim Tunneleingang massiv viel Zeit über. Achso, wollte ich schon sagen. Er hat uns? Nein. So, hier noch nicht rüber. Meinetwegen auch ab hier, auch wenn da Bäume stehen. Jetzt sind wir auch mal drüber geflogen. Tschüss. Der Wagen sieht jetzt von hinten aus. Böse. So, kaputt ran. Würden wir nicht so sehr auf Leichtbau stehen, könnten wir dann die anderen schneller kaputt machen. Zwecks Live-Tuning. Zerstör dich. Ja, boah. Zeit verlängert. So, Rino, können wir gleich willkommen? Rino. Nein, ich bin nach rechts. Och Mann, der hat uns nicht gelassen. Einer ist kaputt, das ist gut. Bitte noch mehr. Hoffen, dass er sich zerstören lässt. Jawoll. Und 30 Sekunden über. Hier sind wir vorhin an der Werbung hängen geblieben und hier oben wurden wir eingekesselt. Da haben wir aber auch ein paar Autos zerstören lassen. Der hat sich zerstören lassen, aber nicht von uns. Nein, nicht Rahmen, ich will springen. Oh, der hat's versucht. So, 27 Sekunden, sieht gut aus. Das kann was werden. Jetzt muss ich aber sehr sauber durchkommen. Komm schon, komm schon, komm schon!
Eno könnte bald wieder kommen. Autos, nein, nein! Noch nicht noch überschlagen. Mist. Keiner geht kaputt. Keiner geht kaputt. Außer unsere Hoffnung. Mist. Warum müssen wir das hier auf Zeit schaffen? Ich meine, die regeln den Ausgang doch eh nicht ab. Das ist doch alles Schikane. Aber bei Spielen darf man sich nicht zu viel Gedanken über Logik machen. Ansonsten kann man sich Spiele auch schnell kaputt machen. Komm, man driftet doch, Mist. Oh, wie viele kommt denn hier noch? Bestätige NM135. An alle Einheiten, die halbe Patrouille und Ruin Straßensperre auf. Viel Spaß bei der Reparatur. Ja genau, reib dich an uns auf und mach dich kaputt. Oh, Dreck. Nein, Baum. Einer zerstört. 49 Sekunden über, interessant. Ja, Rino, wir waren jetzt aber auch nicht so schnell, da können wir noch besser reagieren. Vielleicht fahre ich jetzt immer hier unten lang, mal gucken. Schon oben. Mal gucken, mal gucken. Kann man ja noch optimieren, kann man ja noch ausprobieren. Solange wir noch ein paar Versuche brauchen. 48 Sekunden, sieht zuckersüß aus. Die müssen gar nicht auf achten, die kriegen eh keinen Schaden davon. Rotes Licht zeigt uns an, biegt ab. Na! Ah, ich dachte, der Fahrzeug links. Komm, zerstört euch noch. 33 Sekunden. Kommt jetzt Drino? Nein. So, komm schon, komm schon. Diesmal, komm schon. Nicht zu viel Intro geben, nicht zu viel Intro. 25 Sekunden, wird arschknapp. Kommt ein Rino? Na, wollte ich wieder ausweichen? Links Rino, noch nicht Rino. Zivilist, links, rechts oder mittig. Nur 12 Sekunden, na, ich gut. Ich darf nicht so in einem Kackwinkel rein, sonst überschlagen wir uns. Ah. Haben wir schon lange nicht mehr. Jetzt sind wir aber außen, nicht gut. 9 Sekunden und 0. So, Achtung, Rechtskurve. Nein, 2 Sekunden, das schaffen wir nicht. Nein! Noch knapper als bei dem Mist, den ich getrieben habe. Ein blöder Korb, der sich nicht hat zerstören lassen. Wir sind schon auf Maximalstufe und brauchen so viele Anläufe. Oh. Schon im Ladebildschirm Gas geben. Jedes fitzlichen Anziehen kann entscheidend sein. So, jetzt bleibe ich mal länger auf der linken Seite. Okay, hat uns jemand anders gelenkt. Oh, ach Mann, Typ. So, hier wollte ich jetzt aber links sein. Naja, keine Leitplanke, Mist. Gut, dann machen wir das nochmal, aber in der nächsten Folge und...
Bis dahin, macht's gut und tschüss.